Yippie, jetzt Feuerwehr und Arzt. oh, sorry. Habe ich deine Leier auf den Boden geschmissen? Passt der Arzt. Kommt näher und meldet euch zum. Erstmal will ich Heilung kaufen. Ich habe mich wieder ein bisschen Heilung aufgebraucht. Habt ihr, was es braucht, um euren Gegner zu besiegen? Willkommen, Kämpfer! Das Spiel ist einfach. Es gibt nur eine Regel. Keine Waffen. Kämpft so lange, bis nur noch ein Mann auf den Füßen steht. Werdet ihr es sein? Du? Hm? Wer wird die goldene Maske gewinnen? Natürlich werde ich sie nehmen. Alle Gegner besiegen. Das tut mir in Froschkampf. Ist unser Ding. Bam, 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 bam. Einfach mal in den Kopf einschlagen. So. Und tap die Map. Ja, komm runter. Hopp. Trau dich. Und nächster Konter. Und nächster Konter. Und nächster Konter. Yeah. Flatsch. Weg ist er. Der da hält sich scheinbar für einen Meister. Geh, Dante. Natürlich bin ich ja Meister. Zeig ihm, wie schrecklich falsch er da liegt. Ich darf Dante eine auf die Fresse schlagen. Das ist schön. Okay. Noch eine. Das ist nicht besser als der Fetti da vorhin. Gibt es niemanden, der unseren Mann hier im Ring herausfordern will? Haben wir einen Sieger? Ah, wir haben noch Kämpfer. Ah, klar, die dürfen mit Waffen. Ah, so soll das also laufen, ne? Oh, tut mir leid. Tut mir wirklich leid, Leute. Das ist. Ah, das tut. Ah, das tut ja schon beim Zuschauen weh. Ja, schlecht. Signore, Signori! Die Spiele des Karnevals haben ein glorreiches Ende gefunden. Kommt und seht, wie unser Gewinner seine goldene Maske einfordert. Der Sieger hat bewiesen, dass er der leichtfüßigste Läufer, der stärkste Kämpfer, der klügste Stratege und auch der Favorit der Damen ist. Da er nun 4 Spiele anständig gewonnen hat, ist der Gewinner unserer goldenen Maske. Der Gewinner der goldenen Maske ist Dante Moro. Glückwunsch. Wir sehen dich dann heute Abend. Da merkt man, damit er doch ein bisschen Aschepperle hat. Nach den ganzen, nach der Messerattacke. Gut, ich wollte eigentlich. Ja, das geht wohl hin. Wo muss ich eigentlich hin? Und wem darf ich eine goldene Maske klauen? Das ist die große Frage. Ich weiß echt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Hier nach vorne. Da nach rechts. Hallo, meine gute Damen. Tut mir leid, Ezio. Wir konnten nicht wissen, dass Silvio so betrügen würde. Wieso denn nicht? Schwester, wir sollten doch sagen, wenn wir das Schwein gesehen haben, das die Maske gestohlen hat. Er ist auf dem Weg zum Fest des Dogen. Ich werde gehen. Ich fange ihn ab, bevor er dort ist und hole mir die Maske. Wie? Indem ihr den armen Teufel umbringt? Ja. Ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Nein. Wenn ihr ihn tötet, sagen sie den Ball ab. Und Marco zieht sich in den Palazzo zurück. Dann hätten wir Zeit verschwendet. Wieder. Stehlt stattdessen die Maske. Leise. Die Mädchen können helfen. Sie sind schon auf dem Weg zum Fest. Auf der ganzen Strecke. Sie können ihn ablenken, während ihr die Maske besorgt. Va bene. Das sollte gehen. Hat der Würfel um Hals? Die
goldene Maske von Dante Moho stehen, um an der Feier teilnehmen und das Attentat auf Marco Barbarico durchführen zu können. Yay. Also gut, dann gehen wir mal los. Wir werden auf jeden Fall unterwegs irgendwo ein paar Damen aufgabeln müssen. Hallo meine Damen. Ja, schön mitkommen. Nein, das war zu viel. Okay. Meine Damen. Jetzt ist euer Zeitpunkt gekommen. Wir suchen den guten der Eier. Mal schauen, ob wir den finden. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, wäre es echt nicht blöd gewesen, hätte mal den Aussichtspunkt gleich mitgenommen. Hier wäre nochmal, glaube ich, auch gut, oder? Für die Codex-Seite. Oh. Wir laufen langsam die hinterher. Gut, meine Damen. Hier bekommt ihr ausschließlich Meisterwerke der Schmiedekunst. Wo ist dieser Kerl? Wenn ihr keinen Luxus wollt, dreht besser um. Hier ein bisschen umgehen. Nein. Super. Meint ihr, ihr beiden könnt jetzt die Wachen da noch ab? Linken bitte. Vielen Dank. So lange Beine. Ja, so eine schön lange Beine. Aber mir gefällt die Codex-Seite hier einiges besser. Perfekto, Matico. Vielen Dank, die Damen. Gut, ich hole mir da vorne vier neue Damen. Oh, tut mir leid. So, da muss ich ziehen. Ihr mir helfen, mein Kleid zu Ihr könnt doch sicher eine Pause gebrauchen nach all der harten Arbeit, nicht? Hab ich sie? Ich hab sie. Okay. Perfekt. Vielen Dank. Mädels, ihr habt gute Arbeit geleistet. Sehr, sehr gute Arbeit. So, wir müssen da, glaube ich, hinüber, oder? So, das ist richtig. Da ist ein Schatz. Da drüben ist, glaube ich, auch irgendwo ein Schatz. Nein, bleib hier schön draufstehen. So, ich glaube, die sind nicht so blöd, wenn ich da jetzt einfach hinten reinlaufe. Sollten die es nicht schnallen. Genau. Dann kann ich einfach hinten wieder rauslaufen. Babam. Was ich jetzt schauen wollte ist, wir müssen dahin, okay. Wir holen uns erstmal den Aussichtspunkt. Sonst ist mir das wirklich zu unübersichtlich und ich mag das nicht so. Ich hätte gern hier, da geht's um Aussichtspunkt. heute verwirrt. Oh, der Aussichtspunkt hier fehlt nämlich noch. Gut, die anderen Dinger werden wir dann, also die Glyphen werden wir irgendwann mal noch einsammeln. Aber heute nicht. Heute wollen wir den Karneval noch genießen. So, da kommen wir nicht hoch. Aber da können wir hochklettern. Jo, bitte nach oben, Sir Ezio. Auditore. Da werden sie. Ganz nach oben. Alles klar. So, jetzt haben wir schon einen guten Überblick über alles. Und hier runter. Gefällt mir so schon besser. Gut, jetzt komme ich auch zu unserem Ziel. Und ich sehe auch die Wege. Ja. kann ich hier entlang? Ist das nicht verboten? Ich hab nur getrunken. Nichts dabei denken. Es ist Karneval, da trinkt man öfters mal ein bisschen mehr. Über den Durst. Ich weiß nichts davon, ob das verboten ist.
müsste ihn mir schon sorgen. Nee. Es war wirklich nicht so geplant. Der ist mir vorhin ins Messer gelaufen. Da bin ich falsch. Ich muss da drüben runter. Hier muss ich runter. Ja, ich gehe ja schon. Alles gut. Immer mit der Ruhe. Karnevalmaske. Sorry. Wunderschön, Erziehung. Wunderschön. Wir wählen uns erstmal noch schnell unsere Pistole aus. Hier ist auf dem Ball. Habe ich da irgendwie einen Ausrüstungsbogen vergessen? Ja, das war einer. Kann ich das irgendwie gerade umgehen, damit ich zum Aussichtspunkt noch komme? Nein. Kann ich nicht. Okay. Geht wohl nicht anders. Ich muss hier durch. Buonasera, signore. Vielen Dank, meine Herren. Vielen Dank. Ihr habt es geschafft. Marco ist auf einem Boot, noch in Ufernähe. Er wird in ein paar Minuten eine Rede halten. Nutzt meine Mädchen. Bewegt euch mit ihnen, um nicht entdeckt zu werden. Verstanden. Vielen Dank. Oh. Attention. Findet ihn. Und spielt er seinen Trumpf, rafft er die bösen Männer hin. Oh. Kennt ihr nicht? Oh, das Ende ist so böse. Nein, ach komm. Ich bin doch immer so leise, wenn ich überlege. Oder wenn ich konzentriere und. Ach, dann verkacke ich es immer. Ich muss reden. Vielleicht funktioniert es mit Reden ja besser. Alles klar. Ich würde gerne da vorne die Mädels anheuern. Okay, gut. Nach vorne rennen ist kacke. Ich gehe dann ganz einfach, ganz langsam nach hinten, stelle mich zwischen die Leute und muss dann schauen, damit ich da irgendwo reinkomme. Vielen Dank. Wir müssten da jetzt vor zu euren Kolleginnen. Ohne damit ich euch verliere. Ist dies möglich, meine Damen? Ja, ist möglich. Okay. Jetzt mal in die Richtung, meine Damen. Okay. Gut, ja. Nein. Nein, so 10 Sekunden noch. Wie ich so auf einmal. Dann sind meine Damen wieder weg, dann sind sie wieder da. Dann stelle ich mich runter, dann sehen sie mich plötzlich wieder. Das ist doch. Oh, und die Xbox hat sich aufgekommen. Ey. Ach, plötzlich bin ich hier wieder drin.
Ja, das war zu. Ach, so blöd kann auch. So blöd kann auch nur ich sein. So, jetzt hat. Boah, wird's kalt von draußen. Wie kalt ist denn eigentlich draußen heute? Es hat Nebel, deswegen. Werde ich hier entdeckt dann? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt gerne mal weiterlaufen. Ja. So, wenn ich wegkomme. Okay, jetzt bin ich hier dran. Jetzt kommen die Damen hier. Mit den Damen gehe ich hier nach hinten. Das Glück bleibt uns. Verbringt etwas Zeit. Die Herren haben Spiel. Nein. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber anscheinend. Es funktioniert anscheinend irgendwie. Signore e Signori, ich präsentiere euch den verehrten Dogen von Venedig. Benvenuti. Willkommen, meine Freunde, zum größten gesellschaftlichen Ereignis der Saison. Ob im Frieden oder im Krieg, in Zeiten des Reichtums oder Darbens, Venedig wird immer Karneval feiern. Ja, ja. Er verlässt das Boot nicht. Ich werde rausschwimmen müssen. Das besser nicht. Er wird sofort entdeckt. Dann kämpfe ich mir den Weg. Wartet! Heute Nacht feiern wir, was uns groß macht. Wie hell unser Licht über die Welt erstrahlt. Das ist es. Die Pistole, mit der er den Mörder gestoppt hat. Sie ist so laut wie die Explosionen. Hält den richtigen Zeitpunkt und niemand wird etwas bemerken. Ich mag eure Art zu denken, Schwester. Dann erwarte ich euch am Bordell, mein Sohn. Mit denen da vorne ansehen. Wir alle wissen, dass wir schwere Perfekt. Also in der Ecke verstecken und dann draußen irgendwie vor. Nein. Es ist zu früh. Ich bin nicht bereit. Das sind wir selten. Möge der Tod dir gnädig sein. Requiescat in pace. Oh oh, auf Wiedersehen. Lalala, ich schwimme hier. Ach, ich sollte vielleicht mein Messer wieder nehmen. Ja, jetzt hat. Ach, das Wasser ist so schön kühl. Und so nass. Die angehörige Fraktion ist verloren. Das macht nichts aus. Die Damen haben eine gute Dienststelle erwiesen. Und jetzt kann ich gemütlich in die Freiheit schwimmen. So. Perfektomatico. Mit einem kleinen Xbox. Absturz noch mit da verbunden. Auch sonst. Was ärgere ich dann hier? Einfach abstürzt. Bin ich hier richtig? Weiß ich auch nicht. Ah, das macht wirklich was aus. Okay, alles klar. Das ist immer gut. So, da drüben. Was für ein Athlet! Der da unten. Saubenzeuge. Die eliminieren wir mal noch schnell. Und schon bin ich unerkannt. Perfekt. Ey,
Menü bin ich echt mal leise, wenn ich sowas mache. Aber wir wollen das ganze Ding natürlich jetzt noch abschließen. Gebühren für heute. Auch wenn mein Abschutz dabei war. Die kann doch gar nicht richtig sein, die Konsole. Ich verstehe es einfach nicht. Naja, kann man nichts machen. Wo laufe ich eigentlich? Ich hätte vorne links abbiegen müssen. Hier geht hier keine Treppe. Ne, aber da kann ich drüber springen. Das ist in Ordnung. Noch einmal ins Wasser. Ein bisschen baden. Und hepp. So. Wunderschön. Dann hier entlang. Hier nicht. Einmal aus rum. Dann Anzeige ist der Eingang, oder? Seht das richtig? Genau, hier ist Eingang. Dann gehen wir mal rein. Wunderbar gemacht. Che spettacolo. Che spettacolo. Ein wahrer Held. Ihr müsst müde sein. Kommt, ruht euch aus. Ah, der Retter von Venedig. Was soll ich sagen? Ich hätte wohl nicht so sehr zweifeln sollen. Jetzt werden wir sehen, wie sich alles entwickelt. Aber genug davon. Ihr habt so hart gearbeitet, mein Sohn. Ich fühle, dass euer müder Körper Trost und Pflege bedarf. Ja, ich habe solche starke Schmerzen, Schwester. Ich brauche sehr viel Trost und Pflege. Oh, das wird sich einrichten lassen. Mädchen? Jetzt habe ich sogar vergessen, wieder das Bild zu wechseln. Von einer kurzen Pause, bis ich da bin. Heute ist echt der Wurm drin. Das macht Spaß beim Schneiden. Den A-Sequenz 9 sogar schon abgeschlossen. Jetzt aber. Bitte, Kontrolle mal, bitte. Echt schlimm. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich mal Feierabend gemacht. So, perfekt. Ezio, Ezio, Ser Antonio möchte mit euch sprechen. Danke für die Nachricht. Dann gehen wir doch mal schnell noch, oder in so einen Schatz, zum Ser Antonio. Erstmal gehen wir zu Luigi. Luigi, ja. Leonardo, oh Gott. Hätten wir aber noch Codex-Seite. Auftragsantat. Wir holen uns erstmal schnell die Codex-Seite. Dann gehen wir zu Leonardo. Geben die noch ab. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Dann schneide ich das schon mal gleich ein bisschen. Du willst ein paar Templer ausrauben? Ich habe das Arsenal auf der Karte markiert. Das ist eine Templerbasis. Also solltest du dort einiges zum Plündern finden. Ja. Geil. Genau, da werde ich wahrscheinlich noch schnell die Truhe rausholen. Zu Hause. Das sind so jetzt die Ziele jetzt noch für heute Abend. Und die Truhe werden wir dann anders rausholen. Hey, ihr Lieben. Kommt mal mit. Und greift die an. Das ist keine echte Wache. Betrüger, wir werden angegriffen. Los! Oh, dumm. So kannst du dich auch machen. Sei ja zu dir, Leonardo Luigi. Dankeschön, Männer. Ihr macht das super. Auf Wiedersehen. Leonardo, da vorne. Oh Gott.
Bildformat auch noch mal. Erst, also heute ist echt der Wurm drin. Gehen wir mal so das durch. Erst 20 Minuten lang vergessen, den Sound anzumachen. Dann das große Attentat auf Kleinbild gemacht. Wo ich dann hochziehen werden muss und ausschneiden werden muss irgendwie. Und dann Leonardo noch Luigi genannt. Ach genau, und zwischendrin ist noch die Konsole abgestürzt. Oder das Spiel abgestürzt. Aber abstürzen lassen ist es doch. Voll der Wurm drin heute. Eigentlich die ganze Woche ist so. Mit Stream verschieben vom Montag auf Dienstag, dann vom vom Mittwoch auf Donnerstag, dann zu spät angefangen, immer wieder Probleme der Hand, dann Probleme beim Stream, damit der nicht richtig arbeitet, der PC und, also die Woche ist echt verkorkst. Aber gut, kann man wohl nichts machen. Ich kann apropos mal schauen. Leonardo! Gut. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Aha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn ich diese Zeile neu schreibe... Es funktioniert. Hier, nimm's. So, wir machen jetzt noch eines. Wir gehen jetzt noch schnell hier hin zu der Mission. Erinnerungsanfall. Nee, das machen wir nächstes Mal. Wir reisen jetzt noch wieder schnell nach Monteriggioni, holen uns das Geld ab, investieren noch in uns und dann machen wir Feierabend und geben noch die Codex ab. Das sollte so der Abschluss. Das nächste Mal werden wir dann die zwei Assassinengräber noch machen und die Templergruft und die Missionen und dann haben sie eh bald schon. Hallo, vielen Dank für dein Geld. So, tut mir leid. Oder auch nicht. Wo ist da diese? Ah, da vorne ist er. Da vorne müssen wir hin und ich stürze. Zum Glück ist da Wasser. Auch wenn ich jetzt gerade schon hier bin, nehme ich schnell den Schatz hier oben mit. Nein. Erst hoch, dann runter, dann wieder hoch. Alter Schwede. Die Idee war ja eigentlich, die Schätze mit euch jetzt danach noch zu holen, aber ich bin ehrlich, heute ist darunter nicht. Ich werde das Feierabend machen, ich werde es wie nur schnell schneiden. Und dann vielleicht privat noch ein bisschen. Ohne Stream, ohne irgendwas spielen. Ja, lad halt. Schöner Wurm. Ich habe mir auch einen scheiß Tag, muss man jetzt sagen, echt raus zum Streamen von SM Suite. Wenn Valhalla rauskam. Oder jetzt für die werten Leute verfügbar worden ist. Wenn man so. Wir holen jetzt erstmal um Geld. Und im Endeffekt haben wir es eh dann geschafft, also. Recht viel mehr geht jetzt bald auch schon nicht mehr mit Geld, also wir haben ein paar Bilder vor uns, noch ein paar Rüstungen, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, das würde noch rechtfertigen, ob wir so viel Geld brauchen. Im Endeffekt leben wir jetzt wirklich im Überfluss. So, okay. Uns fehlt echt, zwei Stück fehlen noch. So, dann, na, so. Ist sehr richtig, so ist sehr richtig und so ist richtig. Zwei Stück noch. Dann haben wir es endlich. Dann haben wir es endlich beisammen. Da kann man hochklettern, soweit ich so den Kopf habe. Genau. Und hier können wir noch die Feder ablegen. Dann würde ich mich jetzt mal von YouTube verabschieden. Ich gehe mal hin. Sind noch 40 Federn. Wow. Wir gehen vor Moderate schon hin. Hui. Und zwar stellen wir uns hier hin. Ich verabschiede mich jetzt von euch bei YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Und hier beim Stream werde ich jetzt noch ein bisschen was ausgeben an dem Geld. Also brauchen wir auf YouTube mehr sehen. Also in dem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal, YouTube. Bei Seven 2.